Du willst eine Online-Präsentation abliefern, die deine Zuschauer umhaut? Ich zeige dir, wie du mit der Virtual Cam OBS in dein Zoom integrieren kannst. So nutzt du OBS-Szenen, um Struktur und Effekte in deine Darbietung zu bringen, die den Zuschauer überzeugen. Hallo ihr Content Creators, ich bin David Klepers, herzlich willkommen bei Multimedia Toolkit. Hier helfe ich dir bei allen Themen rund um YouTube, Streaming und Videomaking. Wenn du neu hier bist, dann abonniere diesen Kanal. So können wir beide deinen Auftritt gemeinsam nach vorne bringen. Alle Infos und Links zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung. Videokonferenzen sind wirklich eine tolle Sache. Und auch wenn man bei Zoom und Co. neben der Videokamera auch einzelne Dokumente oder Programmfenster übertragen kann, kommen diese Tools niemals an die Leistungsfähigkeit von OBS heran. Das OBS Studio ist eine Streaming-Software, mit der man einzelne Quellen wie zum Beispiel die Kamera, ein Dokument, ein Programmfenster, den Bildschirminhalt oder sogar ein Video zu einzelnen Szenen zusammenfügen kann. Diese Szenen kann man dann vorab planen und in der Präsentation nacheinander ablaufen lassen. So bekommst du Struktur in deine Präsentation und überzeugst dein Gegenüber. Mit den einzelnen Szenen kann dann ein kompletter Ablauf vorab geplant und vorbereitet werden. Dabei sind Überblendungen zwischen den einzelnen Szenen möglich. Was du mit OBS auf die Beine stellen kannst, ist eine Präsentation in Studioqualität. Filmreif. Jetzt tauchen wir ein. Wenn ihr die Virtual Cam nutzen wollt, dann benötigt ihr eine aktuelle Version vom OBS Studio. Diese könnt ihr auf der Homepage herunterladen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Solltet ihr Fragen zur Installation und der Grundeinrichtung vom OBS Studio haben, hier ist das richtige Video für euch. Ich gehe aber davon aus, dass ihr bereits die aktuelle Version heruntergeladen und installiert habt. Das heißt, wir legen jetzt los mit dem Einrichten der Virtual Cam. Doch bevor ich euch zeige, wie man die Virtual Cam in OBS einrichtet und das Ganze auch noch in Zoom einbindet, stellen wir die Frage nach dem Warum. Warum sollte ich diesen Aufwand betreiben? Warum sollte ich mir das antun? Die Frage ist einfach beantwortet. In OBS kann ich unterschiedliche Szenen zu unterschiedlichen Zwecken einrichten und das Ganze mit unterschiedlichsten Quellen füttern. Das bedeutet, ich habe eine Szene, in der ich, wie jetzt hier, zu meinen Zuschauern spreche. Ich habe eine Szene, in der ich ein Word-Dokument präsentiere. Ich habe eine Szene, in der ich ein Excel-Dokument vorführe und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, all das kann man auch in Zoom machen. Aber wir können das Ganze in OBS deutlich besser vorbereiten. Wir können es wirklich von A bis Z planen. Wir können Szenen erstellen, die dem Firmenbranding absolut entsprechen. Und es wird eine Show für die Zuschauer. Das garantiere ich euch. Ich zeige dir jetzt, wie der Ablauf einer solchen Show in OBS aussehen kann. Als erstes haben wir Stream Starting. Das bedeutet, die Präsentation hat zwar begonnen, aber wir warten noch, bis sich alle Zuschauer versammelt haben. Da braucht man nicht teilnahmslos in die Kamera zu gucken. Das kann man mit so einem Screen wunderbar erledigen. Als nächstes beginnt die Show. Das bedeutet, wir wählen jetzt die nächste Szene. Das ist die Just Chatting Szene. So heißt sie hier. Die kann bei euch natürlich vollkommen anders heißen. Aber wir sehen hier einmal die Cam. Ich kann hier auch schon bestimmte Elemente einbinden, die ich den Zuschauern präsentieren möchte. Hier in dem Bereich könnte zum Beispiel die Agenda des Tages stehen und so weiter und so fort. Also, da ist Fantasie gefragt, hier könnt ihr einiges reißen. Wenn ihr euch vorgestellt habt, wenn ihr den Zuschauern gesagt habt, worum es eigentlich geht, dann kann es weitergehen. Ihr präsentiert das erste Word-Dokument. Wir besprechen einen wichtigen Vertrag. So kann ich diesen wichtigen Vertrag mit all meinen Geschäftspartnern oder Zuschauern besprechen. Das Ganze kann ich mit der Kamera machen, das Ganze kann ich aber auch ohne Kamera machen. Ich kann die Kamera, wenn ich möchte, verschieben. Also ich kann hier wirklich Sachen machen, die ich bei Zoom und den üblichen Verdächtigen nicht machen kann. So, wir haben jetzt den wichtigen Vertrag besprochen und wollen uns über die weitere Entwicklung unterhalten. Hier habe ich zum Beispiel eine Excel-Szene und auch hier habe ich meine Kamera und auch hier habe ich das Firmenbranding. Und nachdem wir das Ganze besprochen haben, schauen wir uns das nächste Bilddesign an. Dasselbe Prinzip. Ich habe hier einfach das Fenster von Photoshop eingebunden. Ich habe eine Kamera eingebunden. Diese kann ich ein- und ausblenden oder größer, kleiner machen und in der Position verändern. Ihr wollt eine Rücksprache halten oder macht einfach für die Zuschauer 5 Minuten Pause. Auch das lässt sich mit einer Szene erledigen. Be right back. Und wir haben Pause. Ich hoffe, jetzt haben wir die Frage geklärt, warum man das machen sollte. Man sollte es nicht machen. Eigentlich muss man es machen. Wie gesagt, mit OBS wird das Ganze keine Präsentation. Es wird eine richtige Show, die eure Zuschauer vom Hocker schmeißt. Kommen wir jetzt zu der Vorbereitung. Bevor ich die Virtual Cam in Zoom einbinde, muss ich die notwendigen Einstellungen in OBS Studio machen.
Dazu gehe ich, ihr ahnt es schon, in die Einstellungen. Und die einzigen Einstellungen, die ich für die Virtual Cam machen muss, finden wir hier unter dem Reiter Video. Hier habe ich einmal die Basisauflösung, die sollte der Auflösung eures Bildschirms entsprechen. Darunter habe ich die skalierte Auflösung. Ihr solltet eigentlich, wenn es die Bandbreite hergibt, auch hier Full HD nehmen, also 1920x1080. Und wir haben hier einmal die Framerate. Je höher die Framerate, desto höher auch die Bitrate, die ihr benötigt. Aber sollte eure Leitung das hergeben, empfehle ich auch hier, die 60 Bilder pro Sekunde zu nehmen. Sollte eure Internetleitung nicht allzu performant sein, würde ich als allererstes von 60 auf 30 Frames pro Sekunde gehen. Wenn das nicht ausreicht, solltet ihr mit der skalierten Auflösung heruntergehen auf eine 720er Auflösung. Aber ich denke mal, dass das mit Full HD und 30 oder besser noch 60 Frames pro Sekunde bei euch gehen sollte. Doch welche Bitrate benötigt ihr jetzt für die entsprechende Auflösung? Bei Full HD, also 1080p und 60 FPS, benötigt ihr eine Bitrate von 4500 bis 9000 Bit. Bei 30 FPS in Full HD benötigt ihr nur noch 3000 bis 6000 Bit. Wenn ihr runtergeht auf 720p bei 60 FPS, sind es 2250 bis 6000 Kilobit. Bei 720p und 30 FPS sind es lediglich 1500 bis 4000 Kilobit. Bedenkt aber, dass es sich hierbei um den Upload eurer Internetleitung handelt. Das bedeutet, ihr benötigt eine Bandbreite von 3000 bis ca. 9000 Kilobit pro Sekunde im Upload. So, das waren jetzt die einzigen Einstellungen, die ihr in OBS Studio machen müsst, um mit der Virtual Cam zu starten. Ich bestätige das Ganze mit OK und habe hier auch einmal die Schaltfläche Virtual Cam. Diese kann ich jetzt starten oder beenden. Wie das Ganze in Zoom eingebunden wird, zeige ich euch jetzt. Um OBS zu nutzen und die Virtual Cam darin einzubinden, musst du dich als allererstes dort registrieren. Geh zu der Seite zoom.us, den Link findest du in der Videobeschreibung. Klick auf kostenlose Registrierung. Dann gibst du hier dein Geburtsdatum ein, deine E-Mail-Adresse. Du bekommst dann eine E-Mail zugeschickt, in der du aufgefordert wirst, die E-Mail-Adresse zu verifizieren. Wenn du dort auf den Link klickst, landest du wieder bei Zoom, musst einmal deine persönlichen Daten eingeben und das Ganze abschließen und schon bist du registriert und kannst dich bei Zoom anmelden. Nachdem du dich bei Zoom registriert und angemeldet hast, bist du auch schon in deinem eigenen Portal und kannst einem Meeting beitreten, ein Meeting veranstalten oder dein Konto einrichten. Bei Zoom gibt es zwei Möglichkeiten, ein Meeting zu veranstalten. Entweder ihr nutzt nur die Webseite und installiert ein Plugin für den Browser oder ihr installiert den Zoom-Client und macht das Ganze über diesen Client. Ich persönlich bevorzuge die zweite Variante und arbeite gerne mit dem Client, solange das möglich ist. Den Client könnt ihr unter Ressourcen, Zoom-Client herunterladen, herunterladen. Hier findet ihr den Zoom-Client für Meetings. Mit einem Klick auf Download wird dieser heruntergeladen. Diesen braucht ihr dann nur noch installieren und einrichten. Dazu kommen wir jetzt. Um den Zoom-Client zu installieren, müsst ihr die soeben heruntergeladene Exe-Datei ausführen. Diese solltet ihr aber vorher auf Viren überprüfen. Nachdem der Client installiert ist, müsst ihr euch nur einmal anmelden. Und der Zoom-Client ist installiert. Um die OBS Virtual Cam in Zoom einzubinden, gehe ich jetzt auf die Einstellungen. Das ist hier dieses Zahnrad. Und benötige die zwei Reiter, einmal die Video- und die Audio-Einstellungen. Ich starte mit der Videoeinstellung. Zuerst muss ich hier die Kamera auswählen und zwar, wir möchten die OBS Virtual Camera, die habe ich ausgewählt. Ich sehe hier aktuell nur einen Platzhalter. Das liegt daran, dass in OBS Studio die Virtual Cam noch nicht gestartet ist. Das werde ich jetzt machen. Ich habe hier eine Szene, starte die Virtual Camera und was sehen wir? Wir sehen jetzt die Szene der Virtual Camera in Zoom. Hier kann ich auswählen, welches Seitenverhältnis die Videoquelle hat. Da wir das OBS Studio auf Full HD 1920x1080 gestellt haben, haben wir ein Seitenverhältnis von 16:9. Das bedeutet, ich kann in diesem Falle entweder ursprüngliches Verhältnis wählen oder ich klicke auf HD. Das ist dann automatisch ebenfalls ein Seitenverhältnis von 16:9. Euch wird aufgefallen sein, dass das Video hier spiegelverkehrt ist. Das liegt an dieser Einstellung, das mache ich rückgängig, der Klick kommt raus und wir haben jetzt alles wieder richtig. Mein Erscheinungsbild retuschieren benötigen wir nicht. Wir sorgen für ein gutes Bild mit einer vernünftigen Kamera und einer guten Beleuchtung.
Auch hier an schwache Beleuchtung anpassen. Sorgt dafür, dass die Beleuchtung stimmt, dann braucht ihr es nicht. Habt ihr die Möglichkeit aktuell nicht, dann könnt ihr das hier anmarkern. Kommen wir jetzt zu den erweiterten Einstellungen. Die erweiterten Videoeinstellungen würde ich so belassen, wie sie sind. Hier wird das Bild optimiert, falls wir Bildrauschen haben. Hier ist die Hardwarebeschleunigung aktiviert. Das bedeutet, nicht die CPU, sondern die Grafikkarte macht die Arbeit. Die ist dafür deutlich besser geeignet. Das Videorenderverfahren, die Nachverarbeitung des Videorenderns und das Videoaufzeichnungsverfahren würde ich auch auf automatisch belassen. Hier wählt Zoom in Abhängigkeit mit eurer Hard- und Software das korrekte Renderverfahren. Wir haben alle Videoeinstellungen soweit getätigt. Mehr ist an dieser Stelle nicht zu machen. Gehen wir jetzt zu dem Reiter Audioeinstellungen. Wenn ihr auf einen guten Ton Wert legt, und das solltet ihr unbedingt, dann nutzt vernünftige Kopfhörer und ein gutes Mikrofon. Verlasst euch nicht auf das eingebaute Mikrofon in eurem Laptop und auf keinen Fall solltet ihr während eurer Präsentation eure Lautsprecher anlassen. Das klingt furchtbar. Zu den Lautsprechereinstellungen. Entweder ihr stellt hier die Standardlautsprecher ein und schließt dann an euren PC oder euer Notebook die Kopfhörer an oder ihr habt externe USB-Kopfhörer und wählt dann diese hier aus. Das bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ihr auf den Tontest klickt, solltet ihr jetzt das Audio hören. Vorzugsweise natürlich auf den Kopfhörern. Hier wählt ihr, ihr ahnt es schon, euer Mikrofon aus, das ihr für die Präsentation nutzen möchtet. Mit einem Mikrofontest könnt ihr jetzt eine kurze Aufnahme aufnehmen und diese dann anhören. Okay, wir haben jetzt Lautsprecher und Mikrofon eingestellt. Alles andere würde ich so belassen, wie es ist. Die Lautstärke automatisch einstellen, Hintergrundgeräusche unterdrücken und so weiter und so fort. Das würde ich alles Zoom aufdrücken. Darum braucht ihr euch nicht mehr zu kümmern. So, das wären auch schon die Einstellungen, die ihr in Zoom tätigen müsst. Wir sind durch. Nachdem alle Einstellungen getätigt sind, beginnen wir mit unserem ersten Meeting. Dazu klicken wir im Zoom-Client auf Neues Meeting. Eine Verbindung wird aufgebaut und wir werden aufgefordert, per Computer dem Audio beizutreten. Allerdings haben wir auch die Möglichkeit, das Computer-Audio zu testen. Wenn das Meeting, wenn die Präsentation wichtig ist, solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen und das Computer-Audio einmal testen. Das machen wir jetzt auch. Ich klicke drauf. Okay, ich höre den Klingelton, bestätige das mit Ja. Jetzt muss ich was sagen. Auch das hat funktioniert. Ja. Okay, wir haben jetzt unser Audio getestet. Alles funktioniert wunderbar und wir können mit einem ruhigen Gewissen die Präsentation betreten. Hier bestätigen wir das noch einmal. Und unser Meeting ist jetzt gestartet. Ich schalte einmal die Teilnehmerübersicht ein. Hier haben wir die Teilnehmer und schiebe das Ganze jetzt einmal beiseite. Okay. Hier haben wir unser OBS Studio mit der gestarteten Visual Cam und unseren vorbereiteten Szenen. Jetzt möchte ich noch einmal verdeutlichen, wofür die Szenen eigentlich sind. Ich beginne die Präsentation mit der Ankündigungsszene, die so lange läuft, bis sich alle Teilnehmer hier in dem Bereich versammelt haben. Wenn ich die Teilnehmer alle beisammen habe, kann ich mit der Präsentation beginnen. Das bedeutet, ich starte zum Beispiel die Szene Just Chatting. Ich kann mich jetzt vorstellen, kann meine Teilnehmer begrüßen und denen die heutige Agenda mitteilen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dann weitergehen. Wir wollen als allererstes eine Zeichnung besprechen. Wir besprechen die Zeichnung, es dauert etwas länger, ich nehme ein paar Änderungen vor und wir haben festgestellt, okay, wir machen jetzt eine Kaffeepause. Dafür habe ich eine richtige Szene, be right back. Teilnehmer sind beruhigt, denn sie sehen, die Präsentation läuft weiter, wir haben nur Pause. Wenn die Pause durch ist, kann ich die Teilnehmer nochmals begrüßen und sagen, jetzt fahren wir fort, wir schauen uns den Vertrag an. Dazu habe ich die nächste Szene vorbereitet. Hier habe ich den Vertrag, wie ihr seht. Ich kann hier ebenfalls die Kamera mit einblenden. Ich kann die Kamera auch ausblenden. Ich kann die Kamera etwas größer machen oder kleiner. Es sind wirklich so viele Möglichkeiten, die mir das OBS an dieser Stelle bietet, dass ich eine Präsentation hinlegen kann, die wirklich umhaut. Okay, wir haben den Vertrag jetzt besprochen und schauen uns die Entwicklung an. Auch hier kann ich eine Kamera einfügen. Ich kann das Bild der Kamera frei positionieren, so wie ich das haben möchte. Ich kann sie größer oder kleiner machen. Ihr seht, mit den Szenen von OBS kann ich eine Präsentation vorab planen. Ich kann alles schon vorbereiten und lasse die ganzen Szenen dann nacheinander ablaufen mit Überblendungen und so weiter und so fort.
Bei einer Online-Präsentation ist mit OBS wirklich so viel möglich, dass man das Ganze bei Zoom und Co. nicht nutzen sollte. Eigentlich muss man es nutzen. Wenn ihr noch erfahren wollt, wie ihr die Präsentation für eine spätere Verwendung aufzeichnen könnt, empfehle ich euch ganz dringend dieses Video hier. Du siehst, das OBS Studio ist eine tolle Sache und für dein Vorhaben genau das Richtige. Für weitere YouTube, Streaming und Videomaking-Tipps abonniere diesen Kanal. Denk auch an die Glocke, denn nur mit eingeschalteter Benachrichtigung verpasst du kein weiteres Video von Multimedia Toolkit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche dir noch weiterhin viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein David von Multimedia Toolkit.